This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, dass Früchte das Schlechteste in dir hervorbringen. So. Was meine ich damit? Also, viele Menschen glauben ja, sie sind gesund. Viele normale Menschen in der Zivilisation denken, sie wären gesund, weil gerade keine Krankheit akut zum Vorschein tritt. Keine Giftausscheidung. So, das ist aber wie wenn du daheim deinen ganzen Müll, zack, in den Schrank getan hast oder in den Keller. Alles reingedrückt, alles reingepresst. So ein Schrank, so ein Regal in deinem Zimmer ist wie eine Zelle in deinem Körper. Du hast ganz viele Regale in deiner Wohnung und da hast du den ganzen Müll reingestopft. Ganz viel gelbe Säcke, alte Zeitungen, egal was, alte Klamotten, verbrauchte Sachen, alles da reingesteckt in dieses Regal und Klappen zu. So, und wenn du jetzt Früchte isst, dann werden diese Schranktüren aufgeklappt und der ganze Mist fällt dir überall ins Haus rein. Der ganze Mist fällt dir überall in den Körper rein. Das ist das, was Früchte machen. Früchte öffnen deine Schranktüren. Früchte öffnen deine Zellen im Körper, dass sie diesen ganzen Mist raushauen, diesen ganzen Abfall. Der ganze Dreck wird in deinen Körper freigesetzt. Der ganze Mist aus deinen Schränken wird in dein Haus freigesetzt. Also Früchte sind wie Schlüssel zu deinen Schranktüren, zu deinen Mülldeponien in deinem Körper. Die machen die Türen auf und alles fällt dir auf den Wohnzimmerteppich. Dann denkst du dir, schaut das scheiße aus. Schaut das bescheiden aus. So, und dann liegt der Müll da. So. Und wenn man eben zu viele Früchte isst, so, das ist Übergangskost ist nötig. Wir haben uns seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten, seit Generationen immer schlechter ernährt. Immer mehr Fleisch, immer mehr verarbeitete Produkte irgendwann. Raffinierter Zucker, Salz, Öl, alles hochverarbeitete Lebensmittel. Alles gemischt, alle möglichen Gruppen, wie es in der Natur niemals vorkommen wird. So. Und wir sind so beladen mit diesem ganzen Altlasten, mit diesem ganzen Müll in den Schränken. Wenn man jetzt von heute auf den nächsten Tag nur noch Früchte isst, dann öffnet der Körper irgendwann alle Schranktüren im Haus. Irgendwann ist so viel Mist in deinem Haus, irgendwann ist so viel Mist in deinem Körper dann, weil der ganze Dreck freigesetzt wurde durch die Früchte. Dass dieser ganze Dreck, der da jetzt im Haus rumliegt, nicht mal durch deine Türen passt. Dass du den ja, nicht mal mehr zum Fenster rausschmeißen kannst, weil alles verstopft ist, weil du dich nicht mal mehr bewegen kannst in deinem Haus. Jetzt ist so viel Müll in deinem Haus, in deinem Körper, wenn du über einen längeren Zeitraum nur Früchte isst, dass du das gar nicht so schnell aus dem Fenster werfen kannst, dass du dich nicht mal mehr bewegen kannst. Du kannst dir nicht mal mehr einen Weg dadurch bahnen, weil überall Müll liegt in deinem Körper, wenn du über einen längeren Zeitraum nur Früchte isst. Und deshalb ist eine Übergangskost notwendig. Deshalb ist es nötig, langsam die Schränke aufzumachen. Einen Schrank nach dem anderen. Und deswegen musst du deine Ernährung auch schrittweise umstellen. Damit sich erst eine kleine Schranktür von einem kleinen Regal öffnet. Und diese Übergangskost fängt schon mit an. Das kommt. Diese Übergangskost ist individuell für jeden Menschen. Je nachdem, an welchem Punkt er gerade steht. Wenn du 50 Jahre alles gegessen hast, wenn du 50 Jahre Fleisch, tierische Produkte, hochverarbeitete Produkte, Zucker, Salz, Mehl gegessen hast, Fast Food, dann ist es ein Schritt, vegan zu essen.
auch wenn das noch hochverarbeitetes veganes Essen ist, auch wenn du Sojaschnitzel und so ein Zeug isst, was auch nicht gerade optimal ist, aber es ist tausendmal besser als tierische Produkte. So. Weil da sind dann in den tierischen Produkten sind ja auch nochmal Medikamente drin, Schwermetalle, Antibiotika eben, Hormone und das Ganze. Da ist es nochmal viel krasser als bei irgendwelchen veganen Ersatzprodukten. Die gehen trotzdem schneller durch den Körper noch, auch wenn die nicht toll sind. Aber wenn du vorher von so einer konventionellen, tierlastigen Ernährung und hochverarbeiteten Ernährung kommst, dann ist auf vegan umzustellen ein Riesenschritt, dass schon die kleinen Schranktüren aufgehen, dass schon ein kleines Regal aufgeht. Und das kann man dann erstmal gemütlich raustransportieren. So, und dann, nach einem Jahr oder zwei Jahren, dann gehst du den nächsten Schritt und isst nur noch, gehst immer mehr davon weg, eben diese hochverarbeiteten oder Ersatzprodukte zu essen. Dann schaust du, dass du immer mehr natürliche Sachen isst, wie Kartoffeln, Reis, Quinoa, Buchweizen, Sprossen, ruhig gekocht, Quinoa, Amaranth, egal was. So. Und dann geht's eben schrittweise weiter. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, die 12 Reinigungsstufen, die 12 Stufen. Ja, Reinigungsstufen. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in der Infobox. Da sind die Stufen mal erwähnt. Und so kann man sich schrittweise über Jahre vorarbeiten. Ich habe selbst seit mit 15 Jahren, als ich 15 Jahre alt war, begonnen. Da habe ich meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt. Und 4 Jahre später auf vegan. Jetzt seit über 7 Jahren vegan. Und dann, ja, immer vollwertiger, als ich vegan dann gegessen habe. Immer weniger verarbeitete Lebensmittel. Und dann immer weniger gekocht. Dann mal gefastet irgendwann. Und dann seit über 2,5 Jahren nur noch Brot dann. Und ja, jetzt ist langsam immer mehr Früchte oder nur noch Früchte. Aber das ist, wie gesagt, ein Prozess über 10 Jahre gewesen. Und wie gesagt, ich habe mit 15 Jahren angefangen. So. Das muss man eben immer bedenken. Nicht gleich alle Schranktüren aufreißen, nicht gleich den ganzen Müll ins Haus kippen lassen, damit ihr euch nicht mehr bewegen könnt, damit der Müll gar nicht mehr ausgeschieden werden kann. Dann kommen so Sachen zustande, dass du dich schlecht fühlst, weil du die Gifte dann nicht, den ganzen Müll aus deinen Schränken, den kannst du dann gar nicht aus dem Fenster kippen, weil du dich nicht mal mehr in deinem Haus bewegen kannst, weil der Körper völlig überlastet ist. Ja. Und dann meinen viele Leute eben deswegen so, Früchte sind schlecht. Nein, Früchte sind schlecht, weil du gerade an einem falschen Punkt bist. Mit deiner Ernährung, mit deinem Entgiftungsstatus. So. Ernährung ist eben nur individuell, weil wir alle individuell vergiftet sind. In einem mehr oder weniger hohen Maß. Weil wir alle auf einer anderen Reinigungsstufe sind. Weil die Körper alle ja, unterschiedlich rein sind. Wenn der Körper reiner ist, dann wirst du sehen, du kannst immer länger fasten, du kannst immer weniger essen, immer einfacher essen, ohne Probleme, ohne dass es dir dabei schlecht geht. Dir geht es davon nur schlecht, weil du noch nicht auf der Stufe bist vom Reinheitsgrad her. Genau, das wollte ich loswerden in dem Video. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter. Und jetzt kann er auch besser nachvollziehen, warum man sich so fühlt, wenn man seine Ernährung auf Rohkost umstellt oder auf jenes umstellt. Da sind einfach zu viele Schranktüren aufgegangen, da ist zu viel Müll ins Haus gekommen. Deswegen geht es dir schlecht. Deswegen hast du keine Energie zur Verfügung. Ja. Ansonsten geht es dir, wenn du dich so ernährst, wenn du immer mehr Rohkost einbaust, nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, dir wird es dann immer besser gehen, wenn das Haus dann leer geräumt ist. Macht's gut, Leute. Ciao.